Moin Leute, es wurde Zeit, dass die Länderspielpause wieder vorbei ist. Es geht in die Bundesliga. Wir spielen gegen Mainz, aber vorab gibt es eine andere gute Nachricht. Florian Kohfeldt ist Trainer des Jahres. Es gab ein Riesenlob auch von Leuten wie Grindel. Und ganz ehrlich, auch wenn Lob von Grindel ungefähr so viel wert ist wie ein Stück Holz im Wald, er hat diese Auszeichnung trotzdem verdient. Wirklich ein Trainer, der Werder nachweislich weiterentwickelt und einen ziemlich interessanten Weg mit unseren Jungs geht. Einer, der auch wirklich in vielen Spielen guten Ball spielen lässt, einer mit einer klaren Spielidee. Und alles andere wäre eigentlich auch eine Überraschung gewesen. Natürlich ein bisschen aus grün-weißer Brille gesprochen, aber hey Leute, ohne Witz, Flo verdient diese Auszeichnung. Jetzt aber zu unserem kommenden Gegner Mainz. Gegen den haben wir was gut zu machen. In der Hinrunde eins für mich der schlechtesten Saisonspiele von Werder. Damals vollkommen unnötig, schlecht gespielt, auch verloren und dann weiter auch immer in so einem Loch geblieben. Auch so ein Spiel, was in der Hinrunde dafür gesorgt hat, dass Werder diesen Turnaround wieder zu guten Ergebnissen nicht mehr so richtig hinbekommen hat. Und das wird jetzt in diesem Spiel ganz anders werden müssen. Aber auch die Mainzer, die haben ein bisschen was gut zu machen, denn die haben in den letzten Spielen die ein oder andere Packung bekommen, nur gegen Schalke standen sie gut da, aber die Schalke haben gefühlt noch weniger gerissen in der Bundesliga, zumindest in den letzten Wochen, deshalb relativiert das alles so ein bisschen. Verdeutlicht eigentlich nur noch mehr, wie Werder in diesem Spiel wirklich als Favorit reingeht. Und wenn wir wirklich eine annähernd realistische Chance im Kampf um Europa innerhalb der Liga behalten wollen, ich weiß, dass viele Fans das nicht gerne hören, aber in dieser Situation befindet sich Werder nun mal, dann muss Mainz zu Hause geschlagen werden, denn das Restprogramm, puh Leute, das hat es ganz schön in sich. Ich will deshalb auch gar nicht allzu viel auf den Gegner gucken, der sicherlich ein paar interessante Leute hat, sondern eigentlich diesmal wirklich eher vollen Fokus auf uns, auf unser Team legen, einfach weil das ein Spiel ist, wo wir mit Ballbesitz wahrscheinlich wieder agieren werden, deutlich mit mehr Ballbesitz, als wir es zum Beispiel in Leverkusen hatten, wo wir nicht nur auf Umschaltmomente gehen werden, weil wahrscheinlich auch Mainz nicht das Spiel spielen wird, um uns quasi nur diese Umschaltmomente zu ermöglichen, die aber dennoch nicht unwichtig werden, gerade in Druckphasen der Mainzer, wenn wir sie mal kommen lassen, ein bisschen da rauslocken. Aber die Frage, die sich dann natürlich so ein bisschen für Werder stellt, ist, was ist für das Spiel das richtige System? Ich habe mich persönlich für ein 4-4-2 entschieden, auch dahingehend, dass ein paar Spieler fehlen, gesperrt sind und dieses System auch eins ist, in dem vor allen Dingen Kruse sehr, sehr gut passt. Erstmal so ein bisschen was zu den Ausfällen. Natürlich ein bisschen schade, dass nur Rishain ausfällt, weil auch Bargfrede nicht ganz hundertprozentig fit ist. Aber gerade im Hinblick auf die fünfte Gelbe von Schein wäre es halt schon wichtig, dass Bargfrede relativ fit in dem Spiel zurückkehrt. Offensiv fehlen uns dann auch noch Leute wie Osako, auch Bartels, der sich eine leichte Verletzung zugezogen hat. Zwicken im Oberschenkel war es wohl und ein bisschen bitter, aber dafür könnte auch Johansson wieder zurück in den Kader rutschen, aber wir blicken einfach mal ein bisschen auf die Aufstellung. Wie würde ich es also machen? Pavlenka im Tor ist gesetzt und trotzdem ergibt sich in der Kette eine interessante Konstellation, weil wir viele Rückkehrer haben und ein sehr, sehr starken Friedel aus dem letzten Bundesligaspiel. Deshalb links Augustinsson, der übrigens im Länderspiel der Schweden gegen die Rumänen mir sehr, sehr gut gefallen hat, da auch gleich mit einem Assist aufgefallen ist. Im Zentrum ist für mich Moisander nach wie vor gesetzt und daneben, ja, ich weiß, normalerweise never change a winning team und gute Leistungen müssen honoriert werden. Allerdings ist Friedel auch ein Spieler, der relativ jung ist und einfach in der Rangordnung, gerade in Anbetracht dessen, dass Langkamp wirklich viele starke Wochen am Stück hatte, nicht an zweiter Stelle ist, wäre er für mich hier wieder auf der Bank. Und außerdem ist es ja auch für Friedel eine gute Situation, nicht aufgrund eines schlechten Spiels rausgenommen zu werden, sondern einfach aufgrund dessen, dass auch wirklich, ja, einfach starke Konkurrenz da ist, Langkamp einfach in den letzten Wochen auch stark war. Und er einfach rausgeht mit dem Gefühl, dass er nochmal ein Stück näher an die erste Elf rangerückt ist, auch wenn alle fit sind. Auf der rechten Seite haben wir Theo, wir haben da wenig Konkurrenz, generell auf den Außenpositionen, deshalb bleibt das die Kette. In der Raute im Mittelfeld hoffe ich, wie gesagt, auf den Rückkehrer Bargfrede, die Halbpositionen dann mit Klaassen und Maxi Eggestein. Auf der 10 Max Kruse und vorne drin, ja, da haben wir dann den Rashica so ein bisschen mit Jojo Eggestein. Da erhoffe ich mir einfach, dass das wirklich gut harmoniert, dass die beiden gut gefüttert werden von Kruse, der sich dann auf der 10er Position ein bisschen frei bewegen kann, dass Rashica und Jojo die Position tauschen, mal ein bisschen die Seiten verlagern, dass sie auch wirklich versuchen, zwischen die Räume zu kommen bei den defensiven Leuten der Mainzer, dass sie vor allen Dingen aber auch Mainzer
dann hier und da mal binden können, um dann für die nachrückenden Spieler einfach für Räume zu sorgen. Es sind jetzt beides keine klassischen Wandspieler, aber es sind Spieler, die einfach in den letzten Wochen wirklich stark waren und wo ich schon davon ausgehe, dass Mainz jetzt nicht wirklich die Leute direkt in Manndeckung nehmen wird, aber dass da halt immer der ein oder andere Defensive mit einem Auge auf die beiden halt schielt. Dadurch ergeben sich halt einfach auch so die Räume für die Nachrückenden und wir haben ja auch Leute, die aus der zweiten Reihe abschließen können. Wir haben Leute, die mit Ballbesitz was anfangen können und ich glaube, das könnte ein ganz gutes Spielsystem für die Mainzer jetzt in der Bundesliga sein. Wie immer, Leute, ich freue mich auf eure Meinung, auf eure erste Elf. Auf einen hoffentlich Dreier von Werder reingehauen. Ciao.